Hey, liebe Grounded-Freunde, ich kann nicht mehr reden. Auf jeden Fall machen wir heute den nächsten Grounded-Boss. Auf jeden Fall machen wir heute die Orchideenmantis oder die Gottesanbetern oder wie man auch immer diese Fangstrecke man nennen will. Auf jeden Fall ist der Itsushi dabei und auf jeden Fall seht euch mal dieses Boss-Area an. Es sieht auf jeden Fall so geil aus. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den Orchideenmantis-Kebab, kann man sich auf jeden Fall auch mal gönnen. Und ich würde sagen, wir spawnen auf jeden Fall direkt den Boss. Und ich sehe sie auf jeden Fall schon da oben. Hä? Was war das denn? Ist so gerade despawned irgendwie. Da ist sie schon. Die Blüte des Todes auf jeden Fall am Start. Wir sind auf jeden Fall direkt mal vier Debuffs drin. Oh mein Gott, Alter. So ein schlechter Spruch. Oh yeah, da geht's dann rein. Hat der nicht eine Schwachstelle? Nee, oder? Oh, die Augen sind die Schwachstelle. Okay, Schaden macht sie aber trotzdem. Ah, die Musik ist halt auch so geil. Ist immer irgendwas Krasses. Zweite Phase, oder? Ja, ja, komplett aus. Oh mein Gott, Alter, der Schild ist fast durchbreakt von mir. Ja, der Damage ist echt krass. Wow, Alter, noch gerade noch geblockt. Ich habe auf jeden Fall ein Verband mal reingepfeffert. Das Boss-Area sieht einfach so episch aus. Oh, da haben wir auf jeden Fall die Pose, was in den Namen eingebracht hat, dieser Art. Oder dieser Gattung. Oh mein Gott! Ey, was ist das denn für ein Angriff? Ja, die Musik ist halt auch so am Kicken. Wieder die Musik. Oh, ich glaube, das ist die letzte Phase jetzt. Oh, Alter. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Machen wir so ein Ding rein. Das bringt irgendwie. Ich kann einfach so einen Erdrutsch machen. Ah. Okay, geht gut geblockt. Oh, es ist gestunt. Oh, lol. Auf die Augen. Oh ja, reinpieksen da. In der Rotz da. Oh ja. Oh, jetzt kassiert sie aber richtig gerade. Oh, das ist dieser Mega-Angriff von ihr gerade gewesen. Okay, okay, okay. Oh, Alter. Okay, ja, ich bin halb tot. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Alter, der Angriff hat gerade echt. Der hat gerade echt ordentlich reingepfeffert. Oh ja, rein da. Eine Spinne ist gespawnt. Der Mutterspinneffekt. Oh, oh. Naja, die ist easy. Oh, da ist sie down. Boah. Hey, wir können uns einmal versuchen, noch die Waffe von der zu machen. Hätte ich auf jeden Fall irgendwie auch Bock drauf auf die. Ja gut, dann würde ich sagen, was haben wir mit diesem knackigen Video, war ein geiler Fight. Wie gesagt, das ist das geilste Boss-Area. Ich finde designmäßig das ultra geil aus, wie so ein, als würde man so einen Wald gegen die fighten, wo es einfach nur so ein Blumentopf ist. Auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Ich würde sagen, bleibt gespannt, bis zum nächsten Ground-Video, bis dann und ciao, ciao.